Christoph, der 9. Mai rückt ja näher. Das ist der große Tag Russlands. Es ist der Sieg der Sowjetunion auch über Nazi-Deutschland. Und eigentlich wollte Wladimir Putin ja dann auch an diesem 9. Mai 2022 den Sieg über die Ukraine verkünden. Was wird denn jetzt daraus? Ja, also mit dem Sieg über die Ukraine, das sehen wir ja alle, wird natürlich nichts draus. Und auch mit dem Sieg über den Donbass, das wird nichts werden, weil wir ja auch zugucken, wie schleppend das Ganze verläuft. Der Vormarsch, der gerät immer wieder ins Stocken. Also auch das wird nichts werden. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Militärexperten, die der Meinung sind, dass Wladimir Putin am 9. Mai etwas ganz anderes tun wird, nämlich die Generalmobilmachung ausrufen wird. Und das würde bedeuten, dass dann auf einmal rund 700.000 Mann unter Waffen stehen würden, und zwar als Kampftruppen. Momentan ist die Stärke von Kampftruppen bei rund 200.000. Und momentan ist die russische Armee noch so stark wie zu Friedenszeiten. Und das könnte sich schlagartig verändern, dass Putin die Rhetorik verändert und nicht mehr von einer Spezialmilitäroperation spricht, sondern vom Krieg, und zwar vom Stellvertreterkrieg gegen die NATO auf dem Territorium der Ukraine, und dass dann die Generalmobilmachung kommt. Und dann sagt man hier unter Militärexperten und auch im Westen, vor allem in Großbritannien, würde da ein Inferno losbrechen. Christoph, danke für den Moment nach Moskau.